Berlin, August 2011. Schaulaufen des deutschen Hochadels. Es ist der Vorabend der Hochzeit von Georg Friedrich, Prinz von Preußen, und seiner Braut, Sophie, Prinzessin von Isenburg. Der Erbe des Kaisers und die Prinzessin mit jahrhundertealtem Stammbaum geben sich die Ehre. Gegen den Medienrummel wehrt sich die Braut zunächst. Die erste Reaktion war natürlich ganz klar, nein, das kommt nicht in Frage. Das ist ein ganz privater Moment, den ich auch privat erleben möchte und wo ich auch gewiss finde, dass die Öffentlichkeit nichts zu suchen hat. Doch die öffentlichkeitsscheue Braut gibt nach. Imagepflege muss sein. Umlernen für die Fürstentochter mit relativ bodenständiger Kindheit. Hat natürlich Hilfe zu Hause, aber das waren dann zwei Damen, die die Wäsche gemacht haben und geputzt haben und das Essen gekocht haben, aber das unter der Woche. Und wir sind sehr bodenständig im Endeffekt groß geworden. Also es war für uns völlig normal, dass wir in der Küche zur Hand geben und das Essen auf den Tisch bringen und abräumen und also unterstützen, dann nicht erwarten, dass das komplett für uns gemacht wird. Ihr Prinz ist der Erbe des letzten deutschen Kaisers und Chef des Hauses Preußen. Und auch die Ahnen der Braut haben deutsche Geschichte geschrieben. Bischöfe, Universitätsgründer, Fürsten. Eine Liebe auf Augenhöhe. Wo das Preußenpaar auftritt, wird's geschichtsträchtig. Und wenn es nur das Richtfest für ein Spielzeugschloss ist. Immerhin war das echte Berliner Stadtschloss der Hauptwohnsitz von Kaisern und Königen. Das Kinderzimmer von Prinz Georg lag deutlich bescheidener. In Fischerhude bei Bremen wuchs der Adelsspross auf. Ein Familienheim statt Schloss. Doch die Idylle zerbricht, als der Prinz ein Jahr alt ist. Sein Vater stirbt bei einem Manöverunfall. Der Großvater, Prinz Louis Ferdinand von Preußen, wird wichtigste Bezugsperson. Für mich in erster Linie ein Bilderbuch-Großvater, ein Großvater, wie man ihn sich nur wünschen konnte. Er war gutherzig, er war offen, er hat mir geholfen, wo es nur geht. Er hat jetzt auch nicht den Anspruch gehabt, komplett die Vaterrolle zu übernehmen, was wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wäre, sondern eben einfach für mich da zu sein, um mich zu unterstützen, wo es nur geht. Und das werde ich ihm auch nie vergessen. Der Opa ist der Enkel des letzten deutschen Kaisers. Und er gibt dem jungen Prinzen nicht nur Traditionen mit, sondern auch Liebe und Vertrauen. Seine Jugend verbringt Prinz Georg in einem schottischen Internat. Dort erreicht ihn die Nachricht vom Tod seines Großvaters. Mit einem Schlag endet die unbeschwerte Jugend des Preußenerben. War es so, dass ich gerade in der Abiturszeit war, als die Nachricht kam, dass mein Großvater gestorben ist. Und das war schon ein Schock, obwohl ich wusste, dass er sehr krank ist. Der Großvater hat ihn zum Nachfolger bestimmt. Mit 18 Jahren wird Georg Friedrich Chef des Hauses Preußen und Verwalter des Erbes. Da hilft das Wirtschaftsstudium. In erster Linie ist ein Hauschef jemand, der die Familie nach innen repräsentiert, der da ist als Ansprechpartner, aber die Familie dann auch nach außen hin darstellt, repräsentiert. Nach Möglichkeit sollte die Familie auch mit einer Stimme sprechen, aber abgesehen davon gibt es sicher auch dann die wirtschaftlichen Aspekte, dass man als Hauschef sich darum kümmern sollte, dass das Hausvermögen zusammengehalten wird. Denn alle 50 Familienmitglieder bekommen regelmäßig Geld vom Prinzen, so lautet das Hausgesetz. Georg Friedrich muss das Erbe des Kaisers stückweise verkaufen. Der älteste Diamant der Welt soll den preußischen Geldsäckel füllen und kommt unter den Hammer. For 8 million I'm going to sell it against you and it's gone for 8 million. Cheers, thank you very much. 8 Millionen Schweizer Franken für die Preußenkasse. Doch weder Geld noch guter Name spielen eine Rolle, wenn es um die große Liebe geht. Jedenfalls für Sophie von Isenburg. Ich bin alt genug, dass ich weiß, worauf es im Leben ankommt und mir allein den Menschen angeschaut habe, den ich heirate. Die Hochzeit des Kaisererben und der Fürstentochter vereint Gala und Geschichte. Bereits als Kinder habt ihr miteinander gespielt. Georg Friedrich, ich nehme dich als meinen Ehemann aus Gottes Hand. Ich will dich lieben und achten. Mit dem Prinzenpaar hat der Hochadel einen neuen Platz gefunden in der deutschen Demokratie.